Herzlich willkommen bei Einfach Englisch. In diesem Video geht es um das Present Progressive, die Verlaufsform der Gegenwart. Wir schauen uns in diesem Video an, wie das Present Progressive gebildet wird und wann man es benutzt. Nun, wie wird das Present Progressive gebildet? Wir werfen dazu einen Blick auf Aussagesätze, Verneinungen und Fragesätze. Fangen wir mit den normalen Aussagesätzen an und nehmen dafür das Beispiel to read a book, also ein Buch lesen. Das Present Progressive wird folgendermaßen gebildet. Man braucht natürlich ein Subjekt, also eine Person, eine Form von to be, ein Verb und die Endung ing. Das sieht erst einmal nach einer Menge aus, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Unser Beispielsatz würde dann in der ersten Person Singular lauten: I am reading a book. Anders als zum Beispiel beim Simple Present gibt es bei den Personen keine Besonderheiten zu beachten. Du musst nur daran denken, die richtige Form von to be zu benutzen. Allerdings gibt es zwei kleine Zusatzregeln zur Bildung des Present Progressive. Zum einen fällt ein stummes E, wie zum Beispiel bei make, come oder dance, weg. Zum anderen wird nach einem betonten Vokal, also A, E, I, O, U, der Konsonant verdoppelt. So ist es beispielsweise bei running, getting oder stopping. Hast du das erst einmal verinnerlicht, machen dir auch Verneinungen und Fragen keine Probleme mehr. Erinnern wir uns noch einmal kurz daran zurück, wie das Present Progressive gebildet wird. Bei der Verneinung machst du nichts anderes, außer dass die Form von to be verneint wird. So wird aus I am reading a book, I am not reading a book. Bei den anderen Sätzen wird aus are, aren't und aus is, isn't. Okay, wie sieht es mit den Fragesätzen aus? Die funktionieren im Grunde genauso wie normale Aussagesätze, nur dass im Satzbau die Person und die Form von to be vertauscht werden. Aus unserem Beispielsatz I am reading a book wird dann als Frage Am I reading a book? Bei Fragen mit Fragewörtern, also where, when, how oder why zum Beispiel, stehen diese am Anfang des Satzes. Where am I reading a book? Soweit so gut. Wie das Present Progressive gebildet wird, ist jetzt klar. Aber wann benutzt man die Zeitform überhaupt? Das ist zum Glück relativ schnell erklärt. Das Present Progressive benutzt man, um zu sagen, was jetzt gerade in diesem Moment passiert. Wenn man also sagt, Lucas is reading a book, dann tut er dies genau in diesem Moment. Die zweite Möglichkeit, bei der das Present Progressive zum Einsatz kommt, ist, um über bereits feststehende Pläne in der Zukunft zu berichten. Zum Beispiel, we are seeing the match on Sunday. Sonntag schauen wir uns das Spiel an. Abgesehen davon wird das Present Progressive bei Bildbeschreibungen benutzt, um Handlungen zu beschreiben. Bei diesem Bild hier kann man das Present Progressive zum Beispiel dafür verwenden, um zu sagen, the teacher is pointing at the board, the student on the right is reading a book, and the student on the left is looking at the chair next to him. Und das war's auch schon zum Present Progressive. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Englisch.